Thomas Anders, er ist Musiker, Komponist und Moderator, ein echter Allrounder. Der 51-Jährige hat mit seinem damaligen Partner Dieter Bohlen das weltweit erfolgreichste Pop-Duo Modern Talking gebildet. Die beiden haben in rund 30 Jahren mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft. Am vergangenen Donnerstag hat er im Rahmen der Fehlner Schlossgespräche zum Thema der Mensch als Marke vor rund 100 Gästen referiert. Die Fehlner Schlossgespräche sind eine Kooperation zwischen der Agentur für Künstlermanagement Allendorf Media GmbH und dem Sportschloss Fehlen. Wir haben gedacht, in einer so tollen Location muss man unbedingt auch den Leuten Gelegenheit geben, Begegnungen zu haben mit interessanten Menschen, interessanten Persönlichkeiten. Und so ist die Idee geboren und wir haben überlegt, wen kann man einladen. Und es ist ja eine bunte Mischung geworden. Ja, Frau Allendorf hat sich in unserer Verwaltung gemietet für ein paar Räume für ihre Agentur. Und da haben wir seitdem arbeiten wir zusammen und da kam die Idee eben, in so Schlössern wieder so Gespräche einzurichten mit hochkarätigen Vortragenden, wie eben Thomas Anders heute Abend. Wir haben den Musiker nach der Veranstaltung zum Interview getroffen. Hier das Ergebnis. Herr Anders, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Gerne. Für das Interview. Freut mich sehr. Sind Sie das erste Mal hier in Fehlen? Ja, ich gestehe zu meiner Schande. Hätte ich gewusst, wie schön es ist, wäre ich schon öfter hier gewesen, aber ich meine es wirklich ganz ernst. Also das Schloss hier und sowas, was ich gesehen habe, ist sehr, sehr schön. Jetzt haben Sie heute Abend einen Vortrag gehalten mit dem Titel Der Mensch als Marke. Wie ist das zu verstehen? Wie meinen Sie das, der Mensch als Marke? Können Sie das vielleicht mal kurz erklären? Naja gut, es gibt ja, wir haben die Marke, wir wissen, was Marken sind. Also ich kann den Senf als Marke, ich kann mein Waschpulver als Marke haben. Ich kann aber auch den Menschen in einer gewissen Weise auch als Marke sehen. Ich sagte ja auch in meinem Vortrag, sobald auch jemand sehr markant ist, das ist ja nun auch etwas, was halt eben mit Marke was zu tun hat, der eine Strahlkraft besitzt, der Menschen anspricht, der im Grunde auch in einen Lebenskontext gehört, der ist dann als Mensch auch schon als Marke, weil wir als Künstler sind ja auch Produkt. Jetzt sind Sie ja vor mehr als 30 Jahren mit der Popgeschichte Modern Talking gestartet, auch quasi als Marke, wurden aber mehr oder weniger in die Marke Modern Talking reingedrückt. Sie haben ja auch einen gebürtigen Namen, Bernd Weidung. Hätte der Name als Marke nicht funktioniert? Ich glaube, heute würde er funktionieren. Damals war es halt eben nicht so und es waren andere Zeiten. Ich war damals ja im Grunde in Anführungszeichen auch als deutschsprachiger Sänger geplant und man hatte dann eher den Eindruck, man muss einen Künstlernamen haben. Das war Ende der 70er. Da hatte jeder, der irgendwie auf die Bühne kam, einen Künstlernamen. Ob es nun von Chris Roberts oder Jürgen Markus oder auch Udo Jürgens war ein Künstlername. In der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so wichtig. Also tendiert mir fast hin, je komplizierter der Name, umso intellektueller ist die Musik. Aber ich glaube, das hat damit dann überhaupt nichts zu tun, sondern es hat mit dem zu tun, was der Künstler ausstrahlt in dem Moment, wie markant er ist. Da sind wir wieder dabei. Sind aber hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so erfolgreich unterwegs wie zum Beispiel in Osteuropa. Da füllen sie ganze Hallen, wie ich jetzt letzte Tage noch im Internet gesehen habe. Ich habe mir ihre Facebook-Seite angeschaut. Da sind sehr viele englischsprachige Kommentare unter den Bildern zu sehen. Warum sind Sie gerade dort so erfolgreich? Na, ich glaube, das hängt natürlich auch mit der Historie zusammen, die halt eben Modern Talking, die an Dieter Bohlen, die an Thomas Anders hier in Deutschland haben. Also diese ganzen Geschichten, die um uns herum gestrickt und erzählt werden und zum Teil erfunden wurden, zum Teil der Wahrheit entsprechen. Das ist ja ein Konglomerat von ganz, ganz vielen Emotionen. Das gibt es im Ausland nicht. Außer das ist viel, viel, viel fokussierter auf den Musiker und auf den Künstler und nicht auf denjenigen, der mit Bohlen zusammengesungen hat oder derjenige, der die Nora-Kette trug oder derjenige, der Rosa Lipgloss hatte oder der lange Haare, der kurze Haare hatte. Das gibt es alles im Ausland nicht. Und es ist für mich auch ein bisschen Faszinosum, wo ich mich manchmal frage, okay, hier in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, dass halt eben die Massen sich für die Musik, muss man auch sagen, und für den Künstler Thomas Anders begeistern. Wenn ich in Polen 50 Kilometer in der Grenze bin, kommen 20.000 Besucher. Das wäre vielleicht auch mal interessant,
das nachforschen zu lassen, woran es liegt. Aber es ist jetzt nicht, was mir schlaflose Nächte bereitet, das möchte ich ganz, ganz klar sagen. Wie groß ist überhaupt der Druck der Medien auf Künstler, vielleicht auch immer alles richtig zu machen, um vielleicht auch sich als Marke richtig darzustellen? Grundsätzlich ist der Mediendruck immer sehr groß. Aber ich habe irgendwann angefangen, das ist ja schon einige Jahre her, dass ich, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, das zu tun, wozu man steht. Authentisch sein. Da kann nichts schiefgehen. Nur wenn ich eine Rolle spiele, dann muss ich mich ja wirklich an diese Rolle klammern und das muss ich festhalten. Ich muss gucken, entspreche ich jetzt mit meinen Äußerungen, mit meinem Auftreten, entspreche ich dieser Rolle. Wenn aber ich bin, dann ist mir auch vollkommen egal, was die Medien drüber schreiben. Dann sage ich, okay, sie mögen das vielleicht nicht an mir, aber ich bin nun mal so und ich werde mich nicht wegen Medien ändern. Jetzt sind Sie sehr viel unterwegs im Jahr. Ich glaube, bis zu 220 Tage sind Sie unterwegs, haben sehr wenig Zeit, sich vielleicht auch mal auszuruhen. Was machen Sie, um wieder ein bisschen runterzukommen? Ich habe ein großes Talent, dass ich Gott sei Dank sehr, sehr gut im Flieger schlafen kann. Ich bin jemand, der irgendwie eine Viertelstunde, dann schlafe ich weg. Kann das also sehr gut ausnutzen. Es gibt Menschen, die können gar nicht im Flugzeug schlafen. Ich habe auch für mich so eine Form gefunden, dass wenn ich Auszeit brauche, das merke ich schon mental sehr, dass ich auch dann weiß, so in 8 Tagen mache ich mal 4-5 Tage gar nichts oder bin nicht auf Reisen. Weil Erholung schöpfe ich durch meine Familie, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit Freunden zusammen bin. Also ich liege dann nicht im Bett und schlafe dann irgendwie 5 Tage durch. Nein, ich bin einfach nur in meinem Umfeld, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich ganz, ganz privat leben kann. Dadurch tanke ich dann sehr auf. So, letzte Frage. Album kommt noch raus. Was ist es für eine Stilrichtung? Was kann man da erwarten? Nein, ich will dir noch nicht zu viel verraten, weil wir sind gerade im Experiment. Ist immer doof, wenn ein Künstler sagt, wir sind im Experimentieren. Es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann mal jetzt nächste Woche mal so antesten muss, was wir da machen. Rauskommen soll es auf jeden Fall Ende September. Alles klar, das war's. Ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank. Ach, super.